Hallo Freunde, heute stelle ich mich der ultimativen Kontra-Herausforderung. Ich werde nämlich Kontra mit nur einem Leben durchspielen. Ganz recht. Und ich glaube nicht, dass es einfach wird. Sonst würde es sowas schon viel öfter auf YouTube geben. Wir reden hier natürlich vom Original-Contra für den NES, den ersten Teil. Original ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, NES ist ja nur ein Port, soweit ich weiß. Den Rapid-Schuss nehmen wir natürlich. Und da haben wir den ersten Level geschafft, in einer Minute 20. Ich habe mir nämlich noch vorgenommen, weil einfach nur einen Perfect Run zu machen, wäre ja Kikifax, das kann ja jeder. Was habe ich mir vorgenommen? Ach ja, das Spiel in unter 20 Minuten zu beenden. Weil alles andere viel zu leicht wäre. Da sind wir jetzt auch schon gleich mit der ersten Basis durch, glaube ich. Ja, das hier ist der vorletzte Raum schon. Die Basis hat ja insgesamt nur 5 davon. Und jetzt sind wir im letzten. Wenn wir den geschafft haben, müssen wir in den nächsten irgendwo vom Rand rein. Also am Rand entlang laufen, da der Bossraum hat 2 Autofeuerkanonen, deren Schusslinien sich direkt in der Mitte des Raumes treffen. Und dementsprechend möchte man da nicht stehen. Hier ist gut. Ja, hier ist gut. Oh, 3 Minuten gebraucht, ja, das geht eigentlich auch noch. Wäre schneller gegangen, aber Herrgott, wir liegen gut in der Zeit. Warum bin ich noch jetzt gefallen? Hoffentlich passiert uns jetzt nicht nochmal. So, sieht doch alles gut aus. Wenn wir hier zu hoch springen, aktivieren wir da die Autofeuerkanonen, die uns natürlich auch nichts können. Also schön, die können wir dann sicher ausschalten. Hier auch nicht ganz am Rand zum Boss gehen, damit man noch Platz hat, zum Rand hin auszuweichen, ist nämlich besser. Dann rüber springen, über die Kugel zum rechten Arm marschieren. Und hier hinstellen und schießen. Der Boss kann einem jetzt ja nichts mehr. Und wir haben in 4 Minuten 50 den dritten Boss besiegt.
Gut, soweit so schlecht. Und hinlegen und Feuer. Das war ja einfach. Ich wusste gar nicht, dass es einfach so geht, wenn man sich da direkt daneben stellt. Aber scheint ja der Fall zu sein. Öfter mal was Neues ausprobieren. Obwohl es eigentlich selten eine clevere Idee ist, in Kontrarisiken einzugehen. Aber hat ja. Ging ja gerade gut. Den Raum schon hinter uns. Jetzt kommen nur noch zwei, glaube ich. Genau der hier und danach der letzte Raum vom Boss. Inklusive Boss selber. Wobei ich finde, dass es der schwerste Boss des gesamten Spiels ist. Ja, da haben wir auch gerade ein extra Leben bekommen. Leider ziemlich überflüssig bei dem, was wir hier planen, aber gut. So, damit haben wir die erste schwere Passage des Bosses geschafft und jetzt kommt die zweite. Ui, das war knapp. Das war richtig knapp. Geschafft bei 7,5 Minuten, na Mensch. Das heißt, wir haben für die Hälfte des Spiels weniger als 8 Minuten gebraucht. Man sieht also, das Spiel wäre perfekt in einer Viertelstunde machbar, aber wir sind ja nicht ganz perfekt. Auch wenn wir ziemlich nah dran sein müssen mit dem, was wir hier planen. Hui. Entschuldigt bitte, ich bin gerade wieder etwas angespannter, aber wer möchte es mir verübeln? Na nun, ihr geht alle mal weg. Gut. Damit sind wir auch schon beim Mid-Boss dieser Stage. Der war natürlich gerade die totale Härte, wie man gesehen hat. Dementsprechend, weil er so schwer war, kommt er gleich nochmal. Jetzt kommt doch gleich wieder eine dieser Kanonenstationen. Da ist er. Kanonenposten, was auch immer. Oh Gott. Ich liebe dieses Zeug. Alle weg. Durchflitzen, hinlegen. Durchflitzen. Und nochmal durch.
Und damit haben wir den Level bis auf den Boss geschafft. Was macht dann da? Jetzt brauchen wir natürlich extra lange für den Boss, aber es trotzdem geschafft. In 10 Minuten 6 Level. Ne, 5, Entschuldigung. So, jetzt sollen wir den Teil sofort hinlegen, genau. Lieber auf Nummer sicher gehen, wir haben genug Zeit. Und jetzt hier warten. Ich hasse warten. Jetzt. Damit müssten wir den Level schon geschafft haben, wenn wir uns nicht so schlecht anstellen. Weil die Unverwundbarkeit jetzt erhält bis tatsächlich zum letzten Gegner. Sicher ist sicher. Boss Level 6. Boss Level 6 geschafft. 12 Minuten und nur noch 2 Level vor uns. Das heißt, wir können 4 Minuten pro Level brauchen. Sollte machbar sein. Ui, der ist aber knapp gesprungen. Vergiss es, du willst hier nicht hoch. Ja, ach so. Rapid Schuss. Okay, nehmen wir mit. Ich dachte, der hüpft so runter. Wow. Die Jungs machen es aber auch spannend. Unverwundbarkeit. Was will man mehr? Dass die länger anhält. Und hüpf. Hier wieder rüber. Oh, ich denke mal, dass das viel zu knapp ist. Ich mache mir halb in die Hosen. Okay. Laufen, 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 laufen und anfangen zu schießen. Ducken gleich. Nochmal ducken. Okay, damit haben wir das geschafft. Und sind jetzt beim Boss angekommen. Und haben den Boss geschafft. Puh. Gott, letzter Level. Strengen wir uns an.
Die Unverwundbarkeit ist jetzt eigentlich egal, da der Mid-Boss auch eine ziemliche Flasche ist, aber wir nehmen alle Chancen, die wir kriegen können. Hier alles töten, bevor es uns killt. Ach, verdammt. Ich glaube jetzt der Rapid-Schuss weg, aber okay, das soll uns jetzt auch nicht weiter stören. Oh Gott, mir tun langsam die Pfoten weh. Vielleicht hätte ich einen Turbo-Controller nehmen sollen. Hier jetzt ganz an den Rand gehen. Richtig. Und da ist Red Falcon. Geschafft! Contra, ohne ein Leben zu verlieren. Wow. Badadada. Genießen wir den Abspann. Congratulations, you've destroyed the vile Red Falcon and saved the universe. Consider yourself a hero. Und in gerade mal 17 Minuten. Stuff. Es Umezaki. Es Kishiwara und Yamashita und Danio und Ogawa. Und Gott, ist mir schlecht. Ich hätte nicht geglaubt. Okay, was gibt's zu sagen? Danke fürs Zuschauen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich's schaffe. Hey, ich bin der Mann, ohne Witz. Danke, Bill Riser. Vielleicht mache ich Contra 2 als 50 Abonnenten-Special, wenn ich irgendwann sowas noch habe, aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause davon. Dann müsst ihr aber fleißig in den Kommentar schreiben, wie ihr das haben wollt. Wollt ihr ein Trainings- Tagebuch dazu haben und zu schauen, wie ich mich auf den Perfect Run vorbereite? Oder wollt ihr Outtakes haben, weil, das ist jetzt der weiß ich wie vielte Versuch, den ich gestartet habe. Bestimmt Nummer 10 oder so. Ja, was gibt's mehr dazu zu sagen? Eigentlich nicht viel. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Nein, ich spiele jetzt nicht nochmal den Dschungel. Bis dann.